Poetry Slam Jahresfinale in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg. Großartig waren sie alle. Das zeigte der Applaus bei jedem der 4 ausverkauften Poetry Slams im vergangenen Jahr. Jetzt aber kommen die Besten der Besten noch einmal zusammen. Zum großen Jahresfinale am 20. Februar in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg. Nach Abschluss der Siegburger Mutanfall-Slam-Serie 2015 werden die jeweiligen Sieger und Zweitplatzierten der 4 Vorrunden in der Rhein-Sieg-Halle um den Jahresgesamtsieg kämpfen. Moderiert von dem in Köln lebenden Künstler Mario del Toro, werden sie sich vor einem spartanischen, aber atmosphärischen Bühnenbild mit viel Körpereinsatz und bewusster Selbstinszenierung einen verbalen Schlagabtausch der Extraklasse um die Gunst des Publikums liefern. Denn das entscheidet auch im Jahresfinale, wer den Wettstreit der Worte am Ende gewinnt. Der Siegerpokal ist passend zum literarisch-sportlichen Anlass ein in Beton gegossener Buchstabe. Die Poeten kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und sind im Alltag in ganz unterschiedlichen Berufsfeldern tätig. Durch die große Bandbreite kreativer Einflüsse dürfen sich die Zuschauer am 20. Februar auf inspirierende Texte und Vorstellungen freuen. Mein Name ist Michael Heide, ich mache Poetry Slam seit 2008 und ich freue mich sehr, hier in Siegburg im Jahresfinale des Poetry Slams zu stehen. Ich habe Familie in Siegburg seit 25 Jahren etwa und von daher habe ich auch eine Verbindung zu der Stadt. Ich selber komme aus Köln und im Stadtmuseum war es schon immer ein ziemlich schönes Erlebnis, an dem Poetry Slam teilzunehmen, und ich denke, hier wird das auch der Fall sein.